Vielleicht ja was Krasses, wenn ich jetzt alles groß... Willst du mal, ihr bekommt es in einer Folge vom... Cat Goes Fishing! In der letzten Folge haben wir es ja geschafft, endlich den Drachenfisch zu fangen. Er hat ein bisschen Glück erfordert, aber wir haben es hingekriegt. Und in der vorletzten Folge haben wir ja einen neuen Spielstand begonnen, wo wir quasi nichts haben. Wir haben hier ein siffiges Boot gerade mal freigespielt, wir haben nicht mal eine Mütze, wir haben quasi gar nichts. Denn diesen Spielstand will ich das Spiel ja quasi nochmal von vorne erleben, denn es gibt ja nicht nur den Drachenfisch, es gibt noch ganz viele andere Fische. Und das ist noch ein Kackboot, ich habe auch hier eine schlechte Angel, ich habe quasi nichts, ich kann quasi nichts. Und wir werden mal gucken, dass wir jetzt aus dem mittleren Bereich, es gibt ja quasi drei Bereiche, ich werde jetzt aus dem mittleren Bereich einen Fisch fangen und der wird richtig cool. Und den werden wir verkaufen. Mein Ziel für die Folge heute ist wahrscheinlich... Oh, ich komme erst so weit. Okay, es geht eigentlich noch weiter, aber ich komme nur so weit erstmal. Ich würde sagen, mein Ziel... Der Schwertfisch. Es gibt einen Schwertfisch, den würde ich gerne fangen. Alles, was ihr in der letzten Folge gesehen habt, das muss man sich hier erst freispielen. Die Angel, die ich hier habe, die hat ja nichts. Die ganzen Upgrades muss ich noch freispielen, aktivieren, kaufen und... Da fehlt mir ein bisschen Kohle für. Und deswegen müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen Kohle zusammenkriegen. Und das kann ich jetzt verkaufen, wenn das Boot voll ist, gibt es, meine ich, einen Money-Bonus, 6.600 ist es wert, das verkaufen wir, es gibt bestimmt uns, keine Ahnung, wie viel gibt uns das? 7.600. Reicht das schon für, neues Boot, wie teuer ist das? Bruh. Okay, jetzt kaufe ich mir erstmal das wichtigste Upgrade, und zwar, dass kleine Fische meinen Köder nicht immer annagen, weil sonst kann ich nichts Großes fangen, zack. 6.000 nochmal, zack, zack. Ernsthaft, ultra wichtig. Jetzt kann ich euch zeigen, wie man den Queenfish fängt. Da haben wir rechts unten eine Quest. Sind die hier? Noch ein bisschen weiter weg. Ich muss jetzt mal finden, wo die sind. Da, okay, gut. Da braucht ihr nur einen großen Haken. So, machen wir dran. Werft ihn ins Wasser. Jetzt beißt da ein Kingfisch dran. Wenn ein Kingfisch dran ist, dann beißt der Queenfisch. Bruh. Ja, also eigentlich müsst ihr jetzt daran beißen, aber stattdessen tanzt die nur da. Und der Mustardfisch beißt hingegen an. Dankeschön. So geht's natürlich auch einfach. Mittleren Köder nehmen und reinwerfen geht natürlich auch, aber ich finde meine Methode ein bisschen cooler eigentlich. Komm ran, komm ran, komm ran. Ja, Mann. 30.000. Ich hab's nur überschlagen. 30.000 könnte sein. Komm mal rauf da. Ah, nein, das Boot ist ja voll gewesen. Ich trottel. Ich musste an der Angel. Ich bin dumm. Ja, das passiert, wenn man das Boot voll hat und jemanden drauf wirft. Dann springt der einfach. Ich trottel. Nicht aufs Boot schmeißen, Robin. Hast du verstanden? Sei kein Trottel. Okay. Das wird der beste Fang, den wir bis jetzt hatten. Bam. Und wir kriegen 29.000 für den Fang. Und jetzt gehe ich nach ganz weit rechts, denn ich will jetzt mal was Krasses fangen, bitte. Wäre auf jeden Fall ganz nice. So, und komm mal ran da. So. Ich lasse die jetzt einfach sinken, 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 so gut es geht. Und bestenfalls kriegen wir den Hai, der, glaube ich, 70.000 wert ist. Muss was bomben, ja. Wir sind auf jeden Fall schon mal tief genug. Bist du mal ran? So. Wir sinken, wir sinken, wir sinken. Hai, bist du hier irgendwo? Hallo, hi, bist du hier irgendwo? Hi! Ja, den fängt man so easy, wenn man es einmal weiß. Komm aufs Boot. Und ja, gut. Das wird jetzt ein richtig, richtig, richtig guter Verkauf. Wir werden Fettkohle machen. Zack. Ich weiß aber nicht, wie viel. Aber ich würde schon so 100.000 berechnen. Ich bin halt schlecht in Mathe, was ein Problem ist. Aber das Spiel zeigt uns an, dass der an meiner Angel 5.000 wert ist. Und an der... Okay, komm mal. Wie viel kriegen wir? Wir kriegen 107.000 haben wir gekriegt. Damit können wir uns auch ein neues Boot holen. Das gute Boot. Dankeschön. Damit können wir weiter rausfahren. Und das ist, glaube ich, auch schneller. Okay, jetzt gehen wir nochmal ganz tief. Ich will nämlich einen leuchtenden Fisch fangen. Ich muss einen leuchtenden Fisch fangen. Denn, nein, nein. Ja, du kannst mir das auch anbeißen, aber ich will dich nicht. Ich will einen leuchtenden Fisch aus der Tiefe. Kommen wir so tief? Kommen wir so tief? Kommen wir... Nein, da ist natürlich dann genau dieser... Nein, 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 nein. Oh, wie frustrierend. Weil nur so schaltet man die Leuchtfähigkeit frei. Komm, und dich fange ich. Oh, perfekt. Gib mir jetzt auch die Leuchtfähigkeit. Sehen wir jetzt, ja. Und... Nein, das geht nicht. Er ist 14.000 wert, ist okay. Aber wir haben nicht die Leuchtfähigkeit freigespielt. Denn bei der Leuchtfähigkeit kann man hier so eine Leuchtkugel dran machen. Aber da muss ich aber den lebendig fangen. Tief da links ist einer. Okay, komm, komm, komm. Beiß an, beiß an, beiß. Das ist halt kacke. Der wurde halt direkt angesnackt. Dann gehen jetzt aber in den mittleren Bereich und versuchen mal einen Schwertfisch zu fangen. Dafür brauchen wir aber den Kugelfisch. Und der ist nicht immer da. Aber ich hoffe einfach mal, dass der Kugelfisch da ist in der Nähe, dass wir uns den dann gönnen können. Bestenfalls aber erstmal so weit nach rechts, wie es geht. Und dann suchen wir uns einen Kugelfisch. Hm, vor allem kann ich jetzt ja nicht mehr anbeißen. Okay, dann gucke ich mal, was ich jetzt so fangen kann. Vielleicht,
vielleicht ja was Krasses, wenn ich jetzt alles groß... Das ist auch ein richtig krasser Hai. Der Tigerhai. Ich wollte ihn nicht fangen. Der ist mir einfach in die Angel reingeschwommen. Ups, es ist so. Ja, der ist in meine Faust gelaufen. Der ist in meine Angel gelaufen. Der Tiger, ja, komm mal drauf. Okay, ich mach mal kurz noch eine Bombe dran. Jetzt will ich aber den Schwertfisch noch fangen. Es wäre cool, wenn wir es jetzt direkt nacheinander hinkriegen würden. Ach nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Komm. Ah. Ich habe jetzt die Bombe dran gemacht, weil ich dachte, ich komme auf keinen Fall bis zum Kugelfisch in der Zeit. Aber bin ich doch easy hingekommen. Ich werde aber, jetzt werde ich gestört. Jetzt werde ich wahrscheinlich gestört bei diesem Fang, oder? Ne, ich habe einen Kugelfisch, okay. Und jetzt muss ich nur warten. Alle anderen werden vertrieben vom Kugelfisch. Schwertfisch, komm, komm, komm. Ah, weil der Schwertfisch kann sich, also er verfängt sich mit seiner Nase am Köder, wenn er da hinkommt. Na gut, dann, doch, doch, er ist wieder gekommen, okay. Hätte ich mal mich nicht nach oben bewegt. Und so fängt man den Schwertfisch. Es ist wahnsinnig einfach. Ihr braucht den Kugelfisch. Und ich glaube, einen großen Haken bin ich mir unsicher. Und hab den Schwertfisch gefangen. Das ist ein richtig krasser Fisch. Denn der ist einfach 180.000 wert. Und auf dem Boot haben wir schon einen, der 85.000 wert ist. Es wird auch wieder ein richtig krasser Fang. Zum Glück ist er nicht vom Boot gefallen. Aber ja, Leute, es ist so krank. Man macht so krank schnell Kohle einfach. Wenn man es einmal verstanden hat, was man machen muss. Richtig, richtig nice. Okay, dann hole ich mir gleich, ja komm, noch ein Kugelfisch, ist mir egal. Dann hole ich, ich will aber echt noch die Leuchtfähigkeit haben. Die brauche ich. Kann ich noch irgendwas upgraden? Wobei, die Angel upgrade ich jetzt nicht mehr. Ich hole mir gleich einfach dann die Master-Angel. So, Großhaken gerade, eine Bombe ran, damit ich gleich die Schnapper wegschnappe. Falls ihr nicht verstanden habt, was ich meine, werdet ihr es gleich sehen in 3, 2, 1. Hallo Schnapper! Die hier nämlich, zack, die nerven unfassbar. Dich will ich nicht, weil ich glaube, du bist fast nichts wert. Haben wir hier nicht was, was ein bisschen mehr wert ist? Da, hi, hi. Nein, nee, nicht die Queen. Nicht die Queen, Mann. Kann auch was Fetteres vielleicht anbeißen? Geht das vom Haken? Ja, ne? Hi. Hi, willst du nicht da einmal ransnicken? Hi. Ich reib das dir schön übers Gesicht. Ja? Was sagst du? Einmal groß Nom. Hm? Nee? Aber komm, du, du, du. Ja, okay, gut. Immerhin. Okay, kriegen wir... Oh, da rechts! Das ist ja ein cooles, muss ich gleich fangen. Sah mega cool aus. Okay, komm, 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 komm. Was Fettes aus der Tiefe, was Fettes aus der Tiefe. Aus der Tiefe, was Fettes. Ja, dann dich halt. Du bist nicht fett, aber du bist aus der Tiefe. Wenn ich eine längere Angel habe, ist es auch kein Problem, in die Tiefe zu kommen. Leofisch! Hi! Quest abgeschlossen. Die Quests sind ja ganz wichtig, damit man hier ein bisschen was freispielen kann. Zum Beispiel Minimap kann ich jetzt freispielen, zack. Ist ja auf jeden Fall nicht unwichtig. Deswegen sollte man die Quests nicht komplett ignorieren, was ich in meinem ersten Spielstand gemacht habe. Und, gerade um den Drachen zu fangen, ist es ja nicht verkehrt, ein bisschen mehr Infos. Wobei, brauche ich gar nicht. Einen Drachen kann ich auch so fangen. Aber alles andere wäre ganz cool. Die Minimap ist auch nicht schlecht. Ich gucke da zwar nie drauf, aber es ist ja ganz gut als Randinformation zu gucken, was in der Nähe ist, was man noch nicht ganz sieht. Ja! Komm ran da. Komm ran da. Was Fettes. Was Fettes, bitte. Okay, wir sinken. Wir sinken. Wir sinken. Wir sinken. Wir sinken. Wir kommen nicht ganz so tief, weil unsere Leine nicht lang genug ist. Ich bomb dich mal weg. Dich fange ich, komm. Ja, gut. Nehme ich. Aufs Boot kommen auch so viele Fische jetzt, ne? So, noch was Neues freigespielt. Das war auch eine Quest. Oh. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Oh. 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 Beiß doch an. Beiß doch an. Ich bin Millimeter über dir. Knabber das doch mal an und sieht doch lecker aus. Boot ist voll, jetzt gehen wir verkaufen. Alter, ein Wert von 313.000. Das wird so ein krasser... Come on. Und bam! 447.000. Wir haben fast eine halbe Million mit diesem Fang verdient. Davon gönnen wir uns die Master-Angel. Jetzt können wir auf jeden Fall unten uns den Leuchtfisch fangen und wir gönnen uns noch ein neues Boot. Dafür fehlen uns 20.000. Dann sehen wir uns dann aber bis zum nächsten Mal. Wir haben jetzt aus dem zweiten Abschnitt auch schon die krassesten Fische gefangen. Nämlich den Schwertfisch. Und den anderen Hai, den Tigerhai, war auf jeden Fall ganz nice. Und jetzt gibt es im Grunde noch den Höhlenhai, den wir fangen können, der krass ist. Und dann halt den Drachen und die im dritten Abschnitt. Also in der nächsten Folge könnten wir das Spiel schon, wenn man so will, abschließen. Halt, dass ich die beste Angel und das beste Boot habe. Und dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Bis dahin und ciao.